Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War mit der Kavallerie Challenge. Und ja, es sieht sehr gut aus gerade. Ihr seht schon, wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, jetzt 5 Orte. Also Tyros und Palmyra waren letzte Runde Nabatea-Gebiet. Salamis haben wir verloren. Side und Tarsus haben wir ja verloren. Jo. Das ist ein kleines, klitzekleines Problem. Okay. Also hier. Natürlich. Und ich gehe mal hier hin. Ich will die aufhalten, noch weiter zu gehen. Also, der da kann hier nichts machen. Und da wird er ja gerade verfolgt. Glücklicherweise. Bin gerade sehr froh, dass unsere Quitri was machen. Hier eine Runde bis zur Kapitulation. Das ist ganz gut. Weil so viel Verschleiß kann ich da auch nicht aushalten. Das wurmt mich immer noch, dass der durch die Kapitulation die 4 Runden, glaube ich, gebraucht habe, nichts verloren hat. Okay. Na gut. Ja, nun. Gut. Ja, 600 wenigstens. Das können wir nicht tun. Ja, nächste Runde bin ich bankrott. Was passiert bei Bankrott? Ich weiß es wirklich nicht. Was passiert dann? Warte mal, steht es da? Warte mal, Bankrott. Ihr habt mehr Geld ausgegeben, als ihr durch Steuererhebung und Handel einnehmen habt und könnt euer Unterhalt nicht mehr leisten. Moralverlust und schließlich zur Fahnenflucht. Okay. Das ist natürlich auch nervig, aber. Also wir müssen jetzt so schnell wie möglich versuchen, unsere Stadt wieder zu bekommen. Am besten wäre es, wenn er genau uns nochmal angreift. Ja, cool. Scheiße. Ah. Oh, das ist doch doof. Entschuldigung, der muss das sein. Gut. Warum sind hier so wenige? Fanny, er hat. Ja, ich kann es eigentlich vergessen. Also allein. Also der da alleine würde ausreichen, um zu gewinnen. Ja, nun. Ich will die Lage vor dieser Schlacht nicht schönreden. Wir schweben in Lebensgefahr. In Momenten wie diesem zeigen Männer ihr wahres Wesen. Vielleicht können wir noch ein paar mitnehmen. Unser General wird angegriffen. Einfach so viele Bogenschützen wie möglich mitnehmen. Ja, und hier die persischen Bogenschützen. Dagegen kann ich nichts machen.
Männer wanken. Komm schon. Der feindliche General ist tot. Ja, und jetzt kommt der Quitri und nimmt uns die. Die Base des Dorfes weg. Die Provinz. Und das ist schlimm. Ich würde das tatsächlich jetzt automatisch machen. Wobei, nee, 71. Nee. Ich muss versuchen, so viele Einheiten wie möglich nach Hause zu bringen. Alter, da habe ich ja nur noch 4 Einheiten. Oh, nur noch 4 Einheiten von der Anfangsarmee. Schade. Das ist traurig. Stimmt, bei der riesigen großen Schlacht. Da ging es ja so krass ab. Dann, let's go. Ihr kennt meine Qualitäten? Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, das ist die Garnison. Okay, er hat. Er hat hier mehr die Kavallerie. Dann machen wir die gepanzerten Elefanten eher hier. So. Okay, ihr stoppt mal jetzt da. Schmarrn, Entschuldigung. Nein, ich klick doch. Du da. So. Ihr fangt jetzt da an. Ihr reitet nach da. Ihr reitet nach da. Das sind Pikiniere. Bitte sofort auf die Pikiniere. Vielen Dank. So, die gehen einfach mal hier durch. Ignoriert das Ganze. Bitte schnell. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Streifwagen, bitte hier weiter.
So, du bitte. Ja, wo ist vorbei? Ich habe irgendwie ein bisschen den Überblick hier verloren. Kommt mir nur so vor. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Nun. Ich glaube, die Armee braucht neue Einheiten. Die Steinschleuderer sind zwar jetzt schön und gut, aber wenn das die einzigen wenn das die einzigen Infanterieeinheiten sind, leben die halt sehr gefährlich. Glaube ich, löse die dann auf. Auch wenn die. Die machen halt schon guten Impact. Aber sobald die Pikniere weg sind. Ich glaube, die sind jetzt weg. Sobald die Pikniere weg sind, muss ich die auch weghauen. Weil die stehen halt dann so krass, oder? Sie bleiben hinter den Elefanten. Die bleiben hinter den Elefanten. Ah, sehr gut. Als ob der da hinten noch zur Verstärkung kommt. Der da. Gut. Ja, let's go. Also gegen die werde ich auf jeden Fall rausgehen. Die werde ich auf jeden Fall versuchen hier zu auszuschalten. Warte, was? Ich habe hier Bogenschützen? Wie lauten eure Befehle? Junge, krass. Das ist mal heftig. Zu euren Diensten. Die Pioniere erwarten eure Befehle. Wow. Da kommt Infanterie. Wow. So. Gut, die Elefanten sind mal hier. So schön frontal. Die Kataphrakte eigentlich auch, aber die hau ich mal hier hin. Die Meder. Die hau ich hier hin. Und die hau ich hier hin. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Unser General wird angegriffen. Krieg für die Panzer! Der Panzer befehle! Wir erwarten eure Befehle! Das für jeden! Mein Herr,
Ich versuche mal, die jetzt einzukesseln. So, sehr schön. Okay, dann mache ich mal eine neue Front auf. Weil hier ist alles fertig. Okay, alles gut. Das war sehr erfolgreich. Die gehen wieder ein bisschen außen. Die Kataphrakte kommen innen. Die kommen auch außen. Und die gehen hier rein. Wobei, eigentlich sollten die Elefanten hier reingehen. Die Elefanten sind hier besser. Wieder zurück. Nur die Elefanten sollen da rein. Ihr habt euch also mit dem Donner angelegt. Selber schuld. Selber schuld. Hier könnte ich eigentlich so ein bisschen abschneiden. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So. Sehr schön. Tja, wohin könnt ihr jetzt, hä? Ihr könnt nirgendwo mehr hin. Ups. Das war nicht klug. Das war nicht klug. Entschuldigung. Es tut mir leid. Das war dumm. So, ich brauche jetzt die Elefanten, um hier ein bisschen rumzureichen. Nein, nein, ich habe eigentlich gesagt, die Elefanten. Kriegselefanten! Zerstört sie! Gepanzerte Elefanten! So.
die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ein bisschen doof mit denen. Naja. Okay. Moment, ich mach mal kurz mein Fenster zu. Mehr als erfolgreich. 3600 gegen 1300. Gut. Ah, nein. Gut. Ich habe gerade rausgeklickt. So, bitte. Ja, fast 2000 Kohlen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann haben wir wieder ein bisschen Money. Ja nun. Ach. Ich werde hier echt nicht in Ruhe gelassen, ne? Also die eine Armee kann ich wenigstens aufhalten. Wieder mit den ganzen Plänklern keine Chance. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt kämpfen soll. Wenn das normale wären, dann würde ich kämpfen, aber das sind Bogenschützen, ne. Brauche ich nicht zu kämpfen. Die haben zu viel Durchschlagskraft, um irgendwas zu machen. Ja, naja, ich hätte schon ein bisschen mehr getötet, das schon, aber trotzdem. Boah. Ich werde immer kleiner.